Servus Leute, herzlich willkommen zurück bei einem neuen Part Let's Play Empire Earth. In diesem Part haben wir das fünfte Level der griechischen Kampagne vor uns. Der Peloponnesische Krieg. Der Krieg zwischen Athen und Sparta. Die hellenische Liga gegen die andere Liga. Ja, schauen wir uns das mal an. Perikles kniff die Augen in der Nachmittagssonne zusammen, als er die steinerne Miene des Spartanerkönigs vor sich sah. Das Überleben Athens hing von Nahrungsmitteln aus dem Westen ab. Doch Verhandlungen mit Sparta über Landwege scheiterten. Krieg ist jetzt unvermeidlich. Athens Armee könnte die Spartaner auf dem Feld niemals besiegen. Daher gab Perikles den Befehl, die Bürger nördlich von Athen hinter die sicheren Stadtmauern zu bringen. Dort konnten sie einer Belagerung so lange wie nötig standhalten. Irgendwie, schwor Perikles, würde er einen Weg finden, Athen zum Sieg zu führen. Der Peloponnesische Krieg, wie gesagt, der Krieg zwischen Athen und Sparta. Und hier sehen wir die Karte. Hier sehen wir natürlich Griechenland, hier im Norden ist Mazedonien und hier ist Italien. Und hier, in welchem Jahrhundert sind wir denn? Das ist 427 vor Christus, also die Gründung Roms ist schon abgeschlossen. Das heißt, hier sind bereits Römer, hier in diesem Gebiet. Ich weiß aber nicht, wie groß sie damals waren, zur Zeit von 400, wahrscheinlich noch nicht so groß. Ich schätze mal, dass sie gerade mal hier Mittelitalien unter Kontrolle hatten. Und hier haben wir Magna Graecia, Süditalien. Übrigens war hier auch Epirus, also der griechische Staat Epirus, der hier ist, hatte hier Territorien hier in Magna Graecia. Und später haben die Römer das dann von den Epirusern erobert. Und mich wundert, dass die hier Segesta steht. Eigentlich müsste diese Stadt Syrakus heißen. Und nicht Segesta. Segesta ist ja eigentlich hier oben. Ganz oben, da wo Genua ist. Soweit ich es aus Rome Total War weiß. Ja. ja gut. Schauen wir uns das mal an, aber zuerst gibt es Geschichtsstunde. Nachdem Persien 479 vor Christus besiegt war, nahmen Sparta und Athen die vorherrschende Stellung unter den griechischen Stadtstaaten ein. Binnen kurzer Zeit flammte die alte Rivalität zwischen ihnen wieder auf. Sparta wurde von konservativen Städten unterstützt, die eine traditionelle aristokratische Regierungsform bevorzugten. Athen hingegen schmiedete Allianzen mit Städten, die mit demokratischen Reformen experimentierten oder als Inselstädte auf dem Schutz der Marine Athens angewiesen waren. Athen sah sich zunehmend als moralische Führung aller Griechen vor den Göttern auserwählt, andere in der Weisheit der Demokratie und den Künsten zu unterweisen. Als Athen sich der Schätze bemächtigte, die seine Verbündeten zur Verteidigung gegen Persien gehortet hatten, wurden die Großmachtsgelüste der Stadt des Theseus allen offensichtlich. Aber Athen hatte eine Schwäche. Da der dünne Boden in der Region von Attika nicht zum Landbau taugte, hatte der Stadtstaat seine wachsende Bevölkerung nie selbst ernähren können. Um die Sicherheit der Stadt zu gewährleisten, musste eine zuverlässige Quelle für Getreide in Übersee gefunden werden. Und das war schließlich Italien. Als Sparta und seine konservativen Verbündeten sich verschworen, um Athen daran zu hindern, Nahrung über den Isthmus von Korinth zu erhalten, verhängte Athen ein Embargo über die strategisch wichtige Stadt Megara und verlangte die Freigabe der Handelswege. Gleichzeitig unternahm Athen Schritte, Aufstände zu unterdrücken, die in Chalkidie und Aegina aufgeflammt waren. Daraufhin rief Sparta den Kriegszustand aus und bezeichnete Athen als Aggressor, der die Unabhängigkeit griechischer Städte nicht respektierte. So begannen die Peloponnesischen Kriege, eine verheerende Periode von 27 Jahren, in der Tausende von Griechen starben und die Ressourcen von Siegern wie Besiegten erschöpft wurden. Nun zu den
Tipps, mein Güte, ich hatte gerade den Gedanken, dass das Mikrofon wieder stumm geschaltet war. Oh Mann, jetzt habe ich so schön vorgelesen, das wäre traurig, wenn das wirklich jetzt nicht aufgenommen worden wäre. Naja, schaffen Sie Ihre Bürger rasch in die Stadt, Sparta wird in Kürze angreifen. Nutzen Sie Ihr Gold gut, je mehr, gut mehr wird schwer zu beschaffen sein. Vergessen Sie nicht, dass Sie Gold brauchen, um Diplomaten und auch Kriegsschiffe zu produzieren. Es ist äußerst wichtig, Ihre Getreidelieferung zu sichern. Sie bilden Ihre einzige Nahrungsquelle, daher müssen Sie sie hamstern, um zu gewinnen. Die beiden Ihnen zur Verfügung stehenden Wunder können äußerst hilfreich sein. Der Leuchtturm von Pharos bietet Sicht auf das Meer und hilft Invasoren frühzeitig zu entdecken. Der Tempel des Zeus hilft Soldaten, sich langsam selbst zu heilen. Der Leuchtturm von Pharos, der steht eigentlich in Ägypten. Dass wir den bauen, ist eigentlich eine Schande und ahistorisch. Aber naja, gut. Nicht jedes Spiel ist wirklich historisch, weil sonst müsste man die Geschichte exakt nachspielen. Ja, gut. Da müsste man jede einzelne Einheit irgendwie, jede einzelnen General verwunden oder so. Das ist schwer machbar. Und hier schwirrt wieder eine scheiß Fliege rum. Hallo, scheiß Fliege. Warte nur, wenn ich dich in die Finger kriege, dann bist du Fliegenmatsch. Es klebt am Bildschirm und schaut mich so provokant an. Nein, wenn ich jetzt da drauf schlag, ist mein Bildschirm im Arsch. Nein, 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 so doof bin ich nicht, Fliege. Mein Bildschirm, den brauche ich noch, ja? Ich werde es nicht wegen dir meinen Bildschirm kaputt machen. Der war teuer! Das ist ein Dell-Bildschirm! Die sind alle teuer! Na gut, starten wir das Level. Ich rede mal wieder. Ist viel zu krass um den heißen Brei. Dann bis gleich. Die Verhandlungen mit Sparta sind nutzlos. Die Waffen müssen sprechen. Unsere Bürger müssen hinter die Stadtmauer gebracht werden. Sorgt dafür! Alles klar. Zuerst muss ich mal kurz mein Ding auf die andere Seite stellen. Mein Gott, diese Fliege, die will mich provozieren. Diese blöde Fliege. Also gut, wir sind hier. Und meine Scheiß-Tastatur funktioniert nicht wieder. Das ist echt super. Meine Güte. Lauter Probleme. Ich kann selbst nichts löschen. Was ist das? Ich kann nicht Enter drücken. Hä? Fehler bei der Erstellung der Datei. Nice. 444. So, Moment. Es tut mir leid, dass ich es jetzt im Let's Play machen muss. Meine Tastatur funktioniert nicht so wirklich. Irgendwas stimmt da nicht. Kleinen Moment. Wir haben das gleich wieder. Okay, jetzt klappt es wieder. Keine Ahnung, was es ist. Also. Schicken wir unsere Leute in die Stadt, wie angeordnet. Hier. So, ihr geht mal Holz hacken. Und wir haben jetzt hier wieder Kronen bekommen, die wir einlösen können. Und da sind die Spartaner schon. Genauso wie meine Verlobte. Hallo. Ich streame nicht, ich nehme auf. Entschuldigung, das auch. Das vergessen wir, oder? Ja, alles gut. Ja. Immer locker bleiben. Versuch dein Glück. Nein, ich versuche mein Glück nicht. Weg mit dieser. Nein! Jetzt kriege ich da Werbung. Weg mit dem. Die Mehrzahl der Bürger ist sicher hinter den Mauern Athens. Pericles hat eine Strategie für den Krieg entwickelt. Scheiß Er ist Werbung. bereit, sie in die Tat umzusetzen. Das ist übrigens nicht beabsichtigt gewesen. Die Stadt infiltriert haben, sucht und tötet alle Eindringlinge.
dann muss ich zum Parthenon, wo ich dem Volk von Athen meine Pläne präsentiere. Ja, es sind nur ein paar. So viele sind es nicht. Kann ich irgendwie raus? Theoretisch könnten wir das voll leicht mit Bogenschützen abwehren. Bloß wir können keine bauen. Sammeln wir erstmal ein bisschen Holz, bevor wir den Perakles da hochschicken. So. Das Parthenon. Egal. Ja, die schönen Häuser. Also, wisst ihr, das muss echt nicht sein. Einfach so sinnlos Häuser zerstören. Was seid ihr denn für Leute? Ich weiß, ihr seid Mikrowelle. Ja. Ja, toll. Toll habt ihr das gemacht. Ihr habt meine Häuser und Silos zerstört. Mein Gott, seid ihr tapfer. Bauen wir mal hier ein Silo. Silo, sage ich. Ne, Siedlung hin. So, gut. Damit die Bürger nicht so sinnlos rumstehen, ne? Dass die da schon was machen können. Alles klar. Als nächstes hätte ich gerne ein Krankenhaus. Und zwar in der Umgebung von dieser Siedlung. Warum ich das brauche, werdet ihr schon später erfahren. Was müssen wir eigentlich machen? Wir müssen Perikles zum Parthenon. Wo er die Bürger Athens und seine Pläne darlegen wird, wenn er dies tut, ist das Stadt verschlossen. Ah ja, okay. Wohin soll ich gehen? Alles klar. Wohin du hier gehen sollst? Ja, geh mal nach draußen. Geh mal nach draußen, los, hol die. Lock mal die mal ein bisschen her. Das schaffst du schon. Und dann wahrscheinlich werden die respawnen, wenn wir jetzt ein paar von umbringen. Aber schauen wir mal, vielleicht. Vielleicht klappt's ja. Vielleicht haben wir ja Glück, ich habe das noch nie gemacht. Die ganze Zeit habe ich mich versteckt vor euch. Los, Perikles. Benutzt Perikles-Attacke. Ja, seht ihr, er schafft es sogar alleine. Na, nicht den angreifen. Mach den schon platt hier. Sinnlos Schaden kassieren kann jeder. Also, jetzt den anderen Typen. Wo sticht ihr den da rein? Der sticht den in den Schritt rein. Ja, da würde ich auch umfallen. Vielleicht nicht so schnell wie der. Vielleicht ein bisschen schneller als der, so gesagt. Bringen Sie Perikles zum Parthenon. Puff. Perikles metzelt die weg. Wohin soll ich gehen? Das sind ja alles Phalanxe. Okay, wahrscheinlich können wir auch nur Phalanxe bauen. Ihr habt nichts Kurzschwertkämpfer. Oh, warum regnet es auf einmal? Bauen wir hier ein Krankenhaus hin? Ist da jemand sauer auf uns, weil ich da jetzt gegen das Gesetz verstoße des Spiels? Nee, ich habe da keine Lust dahin zu laufen. Das ist der Zorn der Götter. Der Zorn der Entwickler. Die wollen nicht, dass ich das mache. Reichweite von Krankenhäusern. Ist das eine Verbesserung? Ja, wir brauchen Gold. Wir haben kein Gold. Wir haben nicht immer annähernd viel Gold. Aber wir haben Holz. So, jetzt schicken wir mal die ganzen Leute hier raus. Und schauen nach, ob die wirklich respawnen.
Okay, dann klatsch mal die mal weg hier. Das lassen wir uns nicht gefallen. Nur weil die Spartaner sind, heißt es nicht, dass die gleich hier meinen, dass sie hier meine Sachen kaputt machen können. So. So, Perikles soll heilen, während die hier die abmetzeln. Ja, seht ihr, geht auch ohne. Easy. So, Perikles, dann heil mal, während die hier alles abspießen. Haha. So, so viel zu dieser Belagerung. da ist noch ein Fuzzi. Und den nehmen wir auch noch mit. Spartans. Schön, dass ihr das übersetzt habt ins Deutsche. Bin stolz auf euch. Also geht doch. Da sind noch zwei Spartans. So, easy. Verstehe nicht das Problem. Was für eine Belagerung. Pff, Kindergarten. So, jetzt gehen wir hier wieder zurück. Wir brauchen halt nur noch, ja gut, wir kriegen keine Nahrung. Aber das macht nichts. Denn wir können Bogenschützen bauen. Die kosten hauptsächlich Gold und Holz. Das heißt, wir bräuchten nur eine Goldstelle und dann läuft's bei uns. Gehen wir mal hier nach außen und schauen, was dort ist. I want a Goldstelle, please. Korinth. Lass offen, lass dich dann. Besser so? Ja, so geht's auch. Okay. So, bauen wir da noch ein Krankenhaus hin. Warte, wie ist denn das mit der Range? Okay. Dann machen wir das so. Was? Oh. Ah. Easy. Echt tolle Armee habt ihr da gebaut. So, jetzt schauen wir mal, ob es hier wirklich Gold oder kein Gold gibt. Es wäre dumm von den Entwicklern hier wirklich eine Goldstelle reinzubauen, aber ich schaue trotzdem mal nach. Nee, hier ist nichts, bloß Abfall. Das ist keine Belagerung. Hier, alles tot. Alles tot, sage ich. Alles abgewehrt. Eigentlich hätte ich die gar nicht reinbringen können. Ich hätte wirklich hier Strength verteidigen sollen. Naja. Ja. Na gut, ich habe echt das Gefühl, dass es hier wirklich kein Gold gibt. Ja. Bringen Sie Perikles zum Pantheon.
Parthenon. Mein Gott, ich kann das nicht aussprechen. Wir können nicht mal Bürger bauen. Das ist ja doof. Naja. Bürger der Stadt, wir können der kommenden Belagerung nur mit großen Nahrungsreserven widerstehen. Wir brauchen mindestens 10.000 Nahrungseinheiten für die Belagerung. Diplomaten müssen in jede westliche Kolonie in Magna Graecia geschickt werden und über Getreide verhandeln. Um unsere Diplomaten und die Lieferungen zu schützen, müssen wir Kriegsschiffe bauen. Ah ja, dann schicken wir uns jetzt quasi hier aufs Meer. Alles klar. Jetzt können wir hier im Stadtzentrum Diplomaten bauen. Für einen Schnäppchenpreis von nur 52 Nahrung und 100 Gold. Oder wir bauen hier eine Armee auf. Ja, was machen wir? Nee, komm, machen wir schon den richtigen Weg, sonst... Sonst wäre es schade. Um die Story. So, dann bauen wir da noch ein Krankenhaus. Wir können jetzt hier auch Kriegsschiffe bauen. Am besten hier zwei von jeder Art. Okay. So, Ich habe dieses Schiff betreten. Jetzt muss ich zum Dock einer westlichen Kolonie segeln und wegen Getreidelieferungen verhandeln. Übrigens, lasst euch von dem Geplimper nicht irritieren. Meine Verlobte ist gerade nebenbei. Und sie schaut mich an. Hm? Hallo. Hallo, was? Ich hab gerade über dich geredet. Ja, dass ich was esse. Ja? Ja, genau. Dass du so viel klimperst. Oh Gott, das dauert jetzt, bis die Schiffe fertig gebaut sind. Währenddessen können wir hier unsere Diplomatenschiffe verbessern, dass sie ein bisschen zäher sind. Jawohl, das sind die ersten zwei. Ach ja, ich habe ja gar nicht erwähnt, wir kommen in der Bronzezeit. ja. Nichts mehr mit Kupfer, nichts mehr mit Nein und Torte, ja. Jetzt ist alles wieder Deutsch. Deutsche Sprache. Übrigens, das sind wahrscheinlich sind das ganz normale. Was sind das für Schiffe? Also Diplomatenschiffe gibt es nicht im Szenario-Editor. Ich glaube, das sind Schiffe aus der Industriezeit oder aus dem Mittelalter. Irgendwie so, so Fischkutter. Irgendwie, keine Ahnung. Nahrungsmangel ließ die Athen Seuchen ausbrechen. Alles cool. Straßen sterben die Menschen. Ja, das sieht man. Pestilenz hält an. Solange die Nahrungsmittelvorräte der Stadt unter 10.000 Einheiten bleiben. Genau, deswegen habe ich hier Krankenhäuser gebaut, dass sie hier weiterarbeiten können. Obwohl sie krank sind, ja. Das vergeht nach einer Zeit. Sehen wir die Mäuse? Ih, Mäuse!
Na also, läuft doch. So, nur noch 2 bis 3 Schiffe. Und dann kann's losgehen. Die Reise nach Magna Graecia. Ach, das sind da neue! Alles klar. Okay, die spawnen scheinbar nach. Alles klar. Gut, macht ja auch Sinn. Wär doof von den Entwicklern, wenn die nicht nachspawnen würden. Also mir richtig. Alter Schwede. Okay. Ja gut, vielleicht sind sie auch nur nachgespawnt, weil ich diesen Typen da jetzt hier hingeschickt habe. Ich komme jetzt aber auch gar nicht mehr aus der Stadt raus, ne? Hier ist jetzt ein fettes X, wenn ich dieses Torhaus anklicke. Ja, und auch die Mauern wahrscheinlich. Ja. Aber eigentlich ist es nicht logisch, weil ich weiß nicht. Ja gut, Athen hatte eine starke Seestreitmacht. Das kann schon sein. Die Spartaner allerdings auch. Und ja, der Fakt, dass die Athener jetzt hier belagert sind, kann schon auf die Moral richtig reinhauen. Ach, keine Ahnung, was ich jetzt da versuche hier zusammenzureimen. Einfach vergessen. ja. Alle Mann an Deck. So, da fehlt doch noch ein Schiff, oder? Tatsache. Aber warten wir noch ein bisschen. Befehle, Captain. Alemann an Deck. Das sind keine Alemannen, das sind Griechen. Kannst du nicht schauen, wären das Alemannen, wären sie anders gekleidet. Ich meine ja nur, es gibt ja Alemannen in dieser Epoche, ne? So, jetzt muss ich irgendwie meine ganzen Schiffe markieren. Okay, gut. Dann segelt mal hier runter. Und euch gebe ich eine eigene Markierung. Warte, das machen wir jetzt. Das weg, das dahin, das weg. So, jetzt weiß ich, aha. Das sind alle Schiffe und das sind nur die Diplomatie-Schiffe. Aber die Schiffe, muss ich sagen, sehen viel besser aus als diese uralten Schiffe da, die... ich weiß nicht, irgendwie sahen die nicht stylisch aus, aber die Eisenzeit und die Bronzezeit, ja gut, Bronzezeiteinheiten sehen ziemlich schön aus. Also Bronzezeit ist eine meiner Lieblingszeitepochen. Weil einfach da wirklich sehr viel, sehr schöne Gebäude da sind. Und ja... Die Einheiten sehen auch ganz gut aus. Gerade so die Kurzschwertkämpfer und Phalanxe mit ihren gepanzerten Rüstungen. Hat schon was. Und Elefanten kann man bauen. Elefanten sind cool. Können wir hier eigentlich auch Elefanten bauen in diesem Level? Wahrscheinlich nicht, ne? Das sind ja so Bronzezeit. Ah, Tatsache, wir können die sogar bauen. Bronzezeiteinheiten. Ich wollte sagen... Früheres Mittelalter-Einheiten, aber ja gut, Hannibal, ne. Aber wir leben nicht wirklich in der Region, wo die Griechen Elefanten benutzt haben. Elefanten kommen ja aus Afrika und aus Indien. Und, boah, Alter, seid ihr des Wahnsinns. Und, Griechenland ist ja weder nahe von Afrika noch nahe Indiens. Ja gut, es könnte vielleicht sein, dass sie sich ein paar Elefanten ein paar Elefanten importiert haben lassen. Von so Städten wie Karthago oder... Ja.
oder von, wie heißen die indische Nation da? Irgendwas mit P. Kann natürlich sein, aber selbst wenn das so wäre, dann könnten das andere Nationen auch. Also ich würde nicht behaupten, dass wirklich Elefanten gang und gäbe waren damals als Kriegsführung. Ja. Damals war es ja um die Zeit eher üblich, dass man eher so Speere hatte. Ja, also wirklich ganz schlichte Einheitentypen. Oh Gott, nein, jetzt sind die auch infiziert. Na gut, dann geht da hin. Na, also diese Einheiten, also die Rüstungen und so, die Römer auch hatten, sie waren nicht gang und gäbe. Also auch die fernöstlichen Länder wie die Inder oder die Parthier, die hatten eigentlich auch nicht so wirklich bewaffnete Soldaten, so wie die hier in der Bronzezeit dargestellt werden. Eigentlich ähnelt es eher so mehr, ja, der Kupferzeit. Noch ein bisschen von den Einheitentypen. Na, also diesen Baustil, den die Griechen haben oder die Römer, der war nicht verbreitet damals. Also verbreitet waren eher so. Von Taras ist Athens Allianz beigetreten und beliefert die Stadt mit Getreide. Diese Getreideschiffe sind bereit, nach Athen zu segeln. Ich habe hier noch Diplomatieschiffe, aber egal. Der Getreidevorrat ist begrenzt. Der Transport muss geschützt werden, sonst wird Perikles Nahrungsquote von 10.000 verfehlt. Dann würde Athen den Spartanern unterliegen. Ja, jedenfalls war es damals nicht so verbreitet, dass hier so Steingebäude gebaut wurden. Ne? Es wurden eher so Gebäude aus Holz gebaut. Oder, ja. Also zumindest in Europa war es so verbreitet. In den früheren Zivilisationen war es, also in den Gegenden, wo die früheren Zivilisationen lebten, wie zum Beispiel die Babylonier und so weiter, da, ja. Da waren schon Steingebäude im Umlauf auch. Von Regium ist Athens Allianz beigetreten und beliefert Athen mit Getreide. Gut. Diese drei Schiffe müssen Athen schnellstens erreichen. Schnellstens erreichen. Regium. Aus Sizilien sind Boten eingetroffen. Die Stadt Segesta möchte Athens Allianz beitreten. Man sagt, dass dort reiche Gold- und Eisenvorkommen zu finden sind. Okay, und was müssen wir dafür machen? Schauen wir uns das mal an. Segesta möchte ihr Verbündete sein. Falls es ihnen gelingt, einen Diplomaten zum Doktorstadt zu bringen, könnte sie dort Gold und Eisen abbauen. Ah ja, okay. Gut, aber zuerst. Hier haben wir sogar noch ein Diplomatenschiff. Dann gehen wir auch gleich darüber. So, Getreidelieferungen. Das sind übrigens ganz normale Fischkutter. Oh Mann. Hier. Aufhalten. Ihr geht da rein. Oh fuck, hier sind auch noch welche. Okay, sehr schön. Okay, dann bauen wir jetzt hier eine Kaserne hin. Das Level versucht übrigens fies zu sein, schafft es aber nicht ganz. Ne? Also so stelle ich mir die. So ist das Level ungefähr aufgebaut. Das sieht man ja hier schon anhand der Pest und so weiter. Können sie gemein sein, aber ist es nicht. Ne? Man hatte hier Krankenhäuser. So, dann bauen wir jetzt mal hier.
Oh, keine Nahrung. Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Da war ja was. Da war ja was. Na gut, dann... Nimmt man hier das Eisen mit. So, wir warten jetzt noch, bis das Dock hier alles repariert hat. Und dann schippern wir nach Hause. Ah, ich könnte eigentlich auch Bogenschützen bauen. Genau, Bogenschützen. Haha. Bogenschützen. Ja, ja, ja. Okay, ach, wir haben noch eins übrig. Warum haben wir noch eins übrig? Okay, wir haben noch eins übrig. Dann fahrt nach Hause. Das ist schon nächstes Kriegsschiff. Ja, Fregatten sind nicht gut, die Kriegsschiffe. Galeeren allerdings schon. So, weiter geht's. Warum sind hier Spartaner? Hier mitten südlich von Italien. Na. Einfach so random, wisst ihr? Einfach so random Spartaner hier. Naja. Und es regnet. Und was ist hier los? Die Pest. Wir waren in Madagaskar und hatten die Pest an Bord. Wofür brauchen wir jetzt noch einen Leuchtturm von Faro? Ich meine, jetzt haben wir ja eh schon alles aufgedeckt hier. Ja. Gut, jetzt bauen wir mal hier... Wir werden angegriffen. Bogenschützen, umsonst, ne? Oh, verdammt, Angriff, Wow! Wow, wie viele sind denn das? 5! Okay, ihr... läuft hart nach Hause. Nicht einsperren lassen. Den Diplomaten. Ja gut, nehmen wir den auch mal mit. Keine Ahnung. Falls wir wieder einen brauchen. Und du? Steh nicht so drum rum. Verpiss dich. Gut, dass wir die Geschwindigkeit von denen verbessert haben. Wo sind meine anderen? Ey Leute, was soll die Scheiße? Seid ihr dumm? Ja, die sind eindeutig dumm. Ja, versenkt die Landratten erstmal. Die versenken sich selber. So, hier. Nein, ihr sollt nicht da lang, ihr sollt hier da lang. Ihr Idioten, also wirklich. Dauda, Gauda. Sauda. So, alles klar. Die sind so versessen drauf, die zu jagen. Es
2500 Einheiten Nahrung wurden in die Hallen Athens geliefert. 10.000 sind für den Sieg über Sparta vonnöten. Hey, nicht die Route blockieren. Sag mal, bist du des Wahnsinns? Das Volk Athens ist wohlgenährt. Die Soldaten sind stark. Die Moral war nie besser. Jetzt muss eine Armee aufgebaut und die Spartaner müssen aus Korinth vertrieben werden. Der Sieg ist zum Greifen nah. Ja, jetzt bauen wir aber erstmal hier Phalanxe. Jetzt haben wir hier ordentlich viel Nahrung zur Verfügung. Irgendwie waren alle gegnerischen Kriegspunkte auf diesen einen Punkt und wir sind da mitten reingelaufen. Sind gelandet und werden Segesta angreifen. Segesta erbittet dringend Hilfe von Athen. Genau deswegen habe ich hier auch Truppen gebaut, du Genie. Wir werden angegriffen. So, come on, jetzt kommen sie hier mit Kurzschwertkämpfern. Im Prinzip, solange wir das halten, haben wir unendlich, haben wir die Möglichkeit, hey, mein Dog, haben wir die Möglichkeit, den Gegner hier, ich dachte, ihr kommt mit, ja gut, ist mir recht, dass ihr mit Speeren kommt. Okay, ich kann Bürger bauen, sehr gut. Wir haben erstmal diesen Angriff hier ab. Das sind schon einige. Aber die greifen nicht schlau an. Ich sag ja, das Level versucht fies zu sein, aber die schaffen es nicht. So, helf mir hier unten aus. So, gleich haben wir es abgewehrt. Irgendwie schießen da nicht alle. Ja, perfekt, hat genau gereicht. Spartas Truppen wurden abgewehrt. Segesta entbietet aufrichtigen Dank. Also, gib mir zusätzliche Ressourcen, dann bin ich glücklich. Okay, dann eben nicht. Hey, wir haben sogar Kronenpunkte bekommen. Gut, jetzt haben wir unendlich Ressourcen bis zum Ende des Spiels. ich meine unendlich Gold, Holz, Eisen und so weiter. Wir haben alles unendlich außer Nahrung. Aber das macht nichts. Mit dem ganzen Holz und Gold können wir hier solche Einheiten bauen. Und sowieso haben wir einen großen Nahrungsmittelpuffer. Dann bauen wir hier jetzt unsere Armee auf. Alle Mann an Deck. Setzen Segel. So, das können wir eigentlich auch verbessern. So, hier. Nicht genug Ressourcen. Oh. Die können wir noch verbessern, dass die überlegener sind als die spartanischen. Die Spartaner benutzen Stichwaffen, deswegen gehen wir hier auf Stich. Hier haben wir Elefanten, gehen wir hier auch auf Stich. Viele Getreidelieferungen sind verloren. Noch ein Verlust und unser Untergang ist besiegelt. Was redest du da? Verstehe ich nicht.
habe jetzt ein Schiff verloren. Oh Gott, da ist ja auch noch einer. Meine Güte. Hier, rein mit dir. Alle Getreidelieferungen sind sicher in Athen angekommen. Es wurde nicht nur eine Hungersnot vermieden, Athen hat auch noch zusätzliche Nahrung für die Armee. Das Volk jubelt. Ach so, vielleicht weil wir unter 10.000 jetzt gekommen sind. Vielleicht brauchen wir die 10.000 bis zum Ende. Könnt ihr mir vorstellen. Wohin soll ich gehen? Mein Lehnsherr. Hier hätten wir auch noch ein paar Truppen, die könnten wir eigentlich auch rüberschicken. Machen wir mal hier einen Transporter. Hier kommen ja eh keine Angriffe mehr. Wohin soll ich gehen? Wow, jetzt sind es aber gar nicht mehr so viele Spartaner. Klickt mir das erstmal an, das Geblinke hier macht mich ganz nervös. So, du mein Freund, gehst mal hier auf Verbesserung und jetzt hier schickt man die Leute da rein. Rein mit dir, rein mit euch, los, rein mit euch. Rein mit euch. Dankeschön. So, und jetzt einfach rüber. Wenn da irgendein Kriegsschiff ist, mein Gott, dann bauen wir die Truppen einfach neu. So. Wir haben ja eh das Gröbste versenkt. Es kann aber sein, dass der Gegner neue Schiffe baut. Weil er hat sicherlich einen Dock dort auf dem Meer, aber mein Gott, dann verlieren wir es halt. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Wir können jetzt währenddessen hier den Ausfall machen. Oder wollen wir die noch alle verbessern? Ja, verbessern wir die noch. Stichangriff. Bogenschützen sind stark gegen Stichangriffe. Wir brauchen Holz. Ja gut, Stein baue ich jetzt nicht mehr. Warum sammelt ihr keinen Stein? Naja, ist egal. Dann nimmt das Holz mit. Stein brauche ich sowieso nicht. Reichweite ist gut. Die Schiffe könnten wir. Ich dachte schon, das wäre ein feindliches Kriegsschiff, weil das rot ist, die Flagge. Ich denke mir schon, hä, warum greift ihr das nicht an? Was macht ihr? Okay, die Kosten Bevölkerungslimit. So, weg mit euch. So, gleich ist unser Boot mit der Verstärkung da. Die könnten wir jetzt eigentlich auch verbessern. Die kosten Gold. Dann gehen wir hier mal auf Angriff. Naja, gut, kostet zu viel. So, der ist gleich daheim. Und die Sonne geht unter. Kann man hier ganz gut erkennen. Hier Dämmerung.
Hier auf Bergen kann man das Ganze auch. Ja gut, hier ist was im Weg. Ja, bis hier sieht man es ganz schön. Hier so. Okay, wollt ihr mir nicht eure Silos geben? Mein Gott, ihr habt hier fast alles weggeholzt. Da, alles weg. Okay, jetzt haben wir genug Holz, um die, glaube ich, weiter zu verbessern. Da. Wir benötigen Gold. Ah ja, perfekt. Ihr seid da. Sehr gut. So, dann fallen wir gleich aus. Ja, warum habe ich da einen Stamm markiert? So, das attische Volk wird nicht von Spartanern wie euch unterdrückt. Ausfall! Für den Thron. Ja, wir werden auf sie! Ich sollte vielleicht mal speichern. Wer weiß, vielleicht kriegt Perikles eine auf die Schnauze. Wie heißt es? Der Peloponnesischer Krieg zu wenig. Keine Ahnung, was ich mir dabei denke, wenn ich die Spielstände benenne. Müsst ihr nicht verstehen. Diese Stichpanzerung wirkt ziemlich gut. Ja, sie dämpft ordentlich viel Schaden. Alles klar, das war's mit den Spartanern hier. Dann gehen wir jetzt da runter. Genau, wir gehen runter mit deinem Leben, du sagst es. Und da ist wahrscheinlich die letzte. Wir werden angegriffen. Der letzte Teil der Armee. Bronzekavallerie. Alles klar. Ja. Nicht du, nicht du, ich sag's zur Situation. Aber schön, dass du, dass dir okay geht. Oh je, die Steindinger, die müssen weg. Oh Gott, warum sind es so viele? Oh Gott, warum sind es so viele? Ja genau, greift eure eigenen Leute an. Los Perikles, benutzt Perikles-Attacke. Der greift seine eigenen Leute an. Jawohl, die Schlacht ist gewonnen. Die Spartaner wurden besiegt. Durch meisterliche Führung hat Athen seine Freiheit gesichert. Tada! Mein Gott, sieht das Griechenland komisch aus. Ja. Die Map sieht echt komisch aus. Ja gut, hier ist der klassische Italien-Stiefel. Sizilien sieht auch etwas zu groß aus. Ja, vor allem Griechenland, ne? Geht nicht so seitlich hier rüber.
Ja, also die Adria, die geht eigentlich so rüber. Ja, so geht die Adria rüber und nicht so. Ja. Naja. Gut, das wären hier noch auf der Map gewesen. Hier wären die Spartaner, die Heimat der Spartaner. Hier sind noch ein paar Schiffe. Da sind noch ein paar Schiffe. Haben die eigentlich einen Dock? Die haben gar keinen Dock, kann das sein? Nö, die haben keinen Dock. Na sowas. Ja, sehr überschaubar das Level. ach, da unten ist noch was. Da haben wir noch zwei feindliche Kriegsschiffe. Ja gut. Nun zu den Stats. Militär, Wirtschaft, Epoche, Gesellschaft. Militär, Gesellschaft, verschiedenes, Epoche. Alle in der Bronzezeit. Zeitverlauf. Jo. Und Empire Earth funktioniert nicht mehr. Naja, gut. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Macht's gut. Euer Janka. Ciao.